Liebe Bürgerinnen und Bürger, auch diesmal darf ich Sie ganz herzlich hier bei uns auf LaTV begrüßen und Ihnen einige Neuerungen mitbringen. Wir haben diese Woche Gemeinderatssitzung gehabt, vorher Stadtratssitzung. Es gab wieder die Möglichkeit, hier einige Themen auch zu besprechen und vieles umzusetzen. Ein paar Punkte möchte ich nur ganz, ganz kurz herausholen. Unsere Stadt entwickelt sich wirklich gut. Die Tourismuszahlen sind hervorragend, die Wirtschaft wächst langsam und die Impulsförderung, die wir gesetzt haben, die wirklich von großer Bedeutung ist, die greift. Wir haben 16 Betriebe gefördert, einer davon musste wieder schließen, nicht die gesamte Förderung bekommen, den Teil, den wir leider ausgezahlt haben, bekommen wir auch nicht zurück, aber die anderen Betriebe sind alle gut im Laufen. Ich danke für das große Engagement der Einzelnen, es sind kleinere und größere Betriebe. Ich glaube, wir brauchen eine gute Mischung, das können Ein-Mann-Betriebe sein, für mich ist kein Betrieb zu klein, und das können natürlich ein Unternehmen sein mit vielen Betrieben, mit vielen Mitarbeitern, wo wir sehr froh auch darüber sind, wenn Menschen hier Arbeit bei uns finden. Und sie greift wirklich sehr gut und wir merken, dass nach und nach sich die Menschen trauen, hier auch wieder Initiative und Engagement zu ergreifen. Und weil ich gemerkt habe, dass aber im Bereich des Gastros wirklich jetzt nicht so viel da ist, gibt es von unserer Seite auch den Wunsch, jetzt eine Gastroförderung einzurichten. Das ist mir ganz besonders wichtig. Es gab zwar schon die einen oder anderen Gespräche, aber in diesem Bereich dürfte es etwas schwieriger sein und hier gibt es für das Stadtzentrum auch diese Impulsförderung. Das ist für den Gastrobereich. Mein Wunsch sind 20 Verabreichungsplätze, sodass das doch ein bisschen etwas Größeres wird, also nicht nur ein Städtischerl, und dass man hier auch wieder gut fördert, dass auch hier Menschen sich trauen und Initiative und Engagement zeigen. Sie werden sehen, auch das wird sich wieder gut fügen und viele Menschen werden das wieder gern annehmen. Und so kann sich eine positive Entwicklung für uns weiterhin auch ergeben. Im Stadtzentrum selbst, da habe ich Ihnen ja schon erzählt, wir haben diese drei großen Säulen. Das ist einerseits diese Impulsförderung, die wir haben. Da kommt jetzt die zusätzliche neue Gastroförderung dazu. Viele kleine Initiativen und die verdichtete Bauweise, weil wir ja doch haben wollen, dass viele Menschen hier bleiben, die hier einkaufen gehen, die in der Früh mit dem Fahrrad oder zu Fuß einfach herkommen, kurze Strecken nutzen und hier im Stadtzentrum bei uns einkaufen, damit es hier auch weiterhin und noch mehr belebt wird. Dieses Stadtzentrum ist mir ganz besonders wichtig, dass die Menschen hier verweilen, dass sie gerne bleiben. Ich kann immer wieder nur die Wiese beim Prangerhansl ansprechen. Hier bleiben die Menschen wirklich gern. Man sieht es, wenn das Wetter schön ist, sitzen die Leute auf den Bänken, ob Holz- oder Steinbänke, nutzen diese Atmosphäre, kaufen sich ein Eis oder etwas anderes und genießen diesen schönen Platz und dieses Miteinander hier bei unserem Stadtplatz. Aber, und das habe ich Ihnen auch immer schon gesagt, unsere Stadt hat sich Gott sei Dank gut weiterentwickelt und am Kellerhügel ist eben sehr viel dazugewachsen, auch in der Neustadt, und auch diesen Bereich möchte ich versorgen. Also ich kann nicht sagen, den lasse ich aus, sondern auch den möchte ich versorgen. Und hier ist der Steg entstanden, der wirklich jetzt, und das ist ganz, ganz wichtig, diese zwei Stadtteile gut verbindet. Die Bahn hat sie durchschnitten und der Kellerhügel hat viele Nachteile auch gehabt, weil es keine Nahversorger und Ähnliches gibt. Schritt für Schritt wollen wir das wieder verbessern, dass die Menschen auch hier dort alles haben, was sie brauchen. Spielplatz und Ähnliches gibt es ja schon, auch werden hier am Gehweg und Straßen gearbeitet. Jetzt aber ist der Steg schon fast fertig. Es wird auch noch einmal schwer verhandelt, dass uns die ÖBB auf der Seite des Kellerhügels einen Radabstellplatz, gemeinsam mit uns natürlich, erbauen wird, der überdacht ist. Also man muss mit dem Rad gar nicht mehr rüberfahren, dann sein Rad abstellen, sondern soll das gleich auf der Kellerhügelseite machen können. Und wir wollen auch dort wieder alles herrichten, dass man auf beiden Seiten diesen Steg ganz gut nutzen kann. Das ist nur ein kleiner Beginn, denn dort soll ja auch auf der einen Seite ein Nahversorger wieder hinkommen, ein kleines zweites Zentrum, das sich eigentlich schon entwickelt hat, soll nur belebt werden und ist auf keinen Fall eine Konkurrenz zum Stadtzentrum, sondern eine wichtige Sache, die wir fördern müssen, weil dort Menschen leben und weil Menschen überall bei uns in Landerteuer gleiche Rechte haben müssen. Und dafür möchte ich mich und setze ich mich natürlich auch intensiv ein. Diese Verbindung ist ganz besonders wichtig, aber ich vergesse natürlich auch nicht auf die Natur. Ich habe Ihnen versprochen, für jeden Baum, der wegkommt oder der wegkommen muss, Sie haben vielleicht gesehen, dass viele der Bäume einfach alt sind und wirklich gelitten haben und kaum mehr ein Blatt oben haben, auch dann eine Gefahr sind. Manchmal kann man nur Äste wegschneiden,
Manchmal muss der ganze Baum weg. Wir werden wieder eine Reihe von Bäumen einsetzen, wie versprochen. Ich habe hier 28 Silberlinden, die kommen auf der Friedhofsallee, da fehlen uns noch etliche 20 Sommerlinden in der Staatsbahnstraße. Dann bei der Mühle, da sind ja die Kastanienbäume weggekommen, hier kommen wieder zwei Kastanienbäume, dass das ein schönes Bild gibt. Eingerahmt die schöne Mühle, dass man auch in den Park hineingehen kann. Und es gibt Nussbäume und Bäume, die Schatten spenden am Spielplatz. Auch hier ist es mir ganz besonders wichtig, dass dieses grüne Band und die grüne Oase, die wir Gott sei Dank hier bei uns in Landerteil und in den KGs haben, erhalten bleibt. Der Blick nach vorne muss immer da sein, bei den großen Projekten, aber auch bei den ganz kleinen. Darum haben wir jetzt natürlich auch schon wieder geplant, die Silvesterveranstaltung, die Tonkünstler, und heuer wird es drei ganz schöne Christbäume geben am Stadtplatz. Ich werde mich wirklich persönlich auch dafür einsetzen, dass diese Bäume allen Anforderungen entsprechen, dass sie schön geschmückt sind, dass unser Stadtplatz wirklich in vollem Glanz erstrahlen kann. Und auch in den Katastralgemeinden gibt es natürlich wieder wunderschöne Bäume mit Schmuck. Auch hier sind wir schon wieder am Arbeiten dran. Viele Dinge, also Kleinigkeiten, werden auch tagtäglich abgearbeitet, aber auch große Sachen, wie zum Beispiel eben die Burg, an der wir weiterarbeiten. Unser Wahrzeichen. So wie das Rathaus ist auch die Burg unser Wahrzeichen. Und es ist uns ein großes Anliegen, dass sich diese Burg gut weiterentwickelt. Wir haben die Förderstellen bei uns gehabt in dieser Woche, und zwar von EcoPlus und von der Kulturabteilung, und wir sind hier geprüft worden, und es freut mich wirklich ganz besonders, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass alles professionell erarbeitet worden ist, dass wir im Zeit- und im Finanzplan sind und dass die Prüferinnen wirklich ganz zufrieden waren mit uns. Auch unser Prüfungsausschuss vom Gemeinderat hat sich intensiv mit den Burgkosten beschäftigt und alles für richtig empfunden. Das freut mich ganz besonders auch. Und wir haben auf der Bautafel die 1,25 Netto-Fördervolumen stehen. Auch hier sind wir ganz genau im Plan. Das passt wirklich alles gut, und ich darf Ihnen eine ganz erfreuliche Mitteilung machen. Wir werden auch heuer schon bei der EcoPlus die Einreichung der ersten Förderung machen können, aber haben diese Woche bekommen eine Förderzusage vom Bundeskanzleramt, die ganz zufrieden mit unserer Arbeit sind und unsere Arbeit auch sehr schätzen. Das freut mich ganz besonders, und wir bekommen für die Burg eine zusätzliche Förderung von ca. 175.000 Euro. Das hilft uns natürlich weiter, mit dem haben wir noch gar nicht rechnen können, weil wir ja nicht wussten, kommt etwas, wie viel kommt, und das haben wir sogar noch gar nicht eingeplant. Also hier geht es auch sehr gut weiter, das ist wichtig, um diese Förderungen auch immer wieder zu kämpfen. Das ist nicht selbstverständlich, aber ich freue mich, dass unsere Arbeit sowohl im Land als auch im Bund so gut anerkannt wird. Ja, so gibt es eine Reihe Dinge zu tun. Ich könnte Ihnen noch wahrscheinlich stundenlang erzählen, was es alles gibt an vielen kleinen Projekten. Sie sehen es manchmal, manchmal merken Sie es gar nicht. Aber wir wollen auch, dass die Menschen viel feiern können und sich wohlfühlen können. Es gibt wieder im Herbst viele schöne Veranstaltungen. Ich darf auch hier allen ganz herzlich dafür danken, dass Sie sich wieder so engagieren. Und auf eine möchte ich noch hinweisen. Im Kunsthaus wird Heide und Peter Proksch am Samstag eine Vernissage haben mit ganz hochwertiger Kunst. Dazu darf ich Sie ganz herzlich einladen, aber nutzen Sie auch alle anderen Gelegenheiten, gehen Sie bei uns durch die Parks, durch den Grünraum, genießen Sie den Herbst, und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier auf LaTV oder auch in der Stadt oder in den KGs wiedersehen. Alles erdenklich Gute!